Willkommen zur siebten Folge von Zukunft von Freizeitparks. In dieser Folge schauen wir uns den Europa-Park an und überlegen uns, was für Attraktionen der Park möglicherweise in den nächsten Jahren bekommen könnte. Die Folge heute mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit Kirmes Entertainment. Er macht auch viele Videos rund um Freizeitparks und Achterbahnen und deswegen könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen und ich werde seinen Kanal in der Infocard und auch in der Beschreibung verlinken. Bevor wir dazu kommen, was für Achterbahnen und andere Attraktionen der Europapark möglicherweise in Zukunft bekommen könnte, kommen wir jetzt erstmal zum Europapark an sich und was bis jetzt in dem Lineup vorhanden ist. Und deshalb schauen wir uns zunächst erstmal alle Achterbahnen an, welche der Park bereits hat. Der Europapark ist der größte Freizeitpark Deutschlands. Daher ist es wohl auch nicht besonders überraschend, dass hier nicht zwei, drei, sondern gleich 13 Achterbahnen zu finden sind. Der jüngste Vertreter ist der 900 Meter lange Can-Can Coaster, eine Indoor-Achterbahn von Mack Rides, die den Vorgänger Eurosatz seit 2018 ersetzt. Nur ein paar wenige Schritte weiter befindet sich der Eingang zum 2002 eröffneten B&M Hypercoaster Silverstar. Dieser mit einer Höhe von 73 Metern und einer Streckenlänge von 1620 Metern zusammen mit dem Schwur des Kernern im Hansapark die höchste und schnellste Achterbahn in Deutschland ist. Neben Silverstar zählt auch der Mack Rides Launch Coaster Blue Fire zu den absoluten Highlights im Europapark. Die 2009 eröffnete 1056 Meter lange und 38 Meter hohe Achterbahn befindet sich im Themenbereich Island. Nur ein paar wenige Meter daneben befindet sich gleich noch eine Hauptattraktion des Parks, der GCI Woody Wodan. Mit knapp 100 km/h geht es 3,5 Minuten über die 1050 Meter lange Strecke, die sogar zweimal die Strecke zwei anderer Achterbahnen kreuzt. Bluefire und Atlantica Supersplash. Diese Wasserachterbahn von Mack Rides aus dem Jahr 2005 ist mit einer Länge von ca. 390 Metern knappe 446 Meter kürzer als ihr 5 Jahre älterer Bruder Poseidon und ist zugleich mit 32 Metern die vierthöchste Achterbahn des Europaparks. Poseidon, ebenfalls eine Mack Rides Wasserachterbahn, welche sich im griechischen Themenbereich befindet, ist zwar nur 23 Meter hoch, jedoch auch 836 Meter lang. Zudem dauert eine Fahrt auf Poseidon mit fast 6 Minuten 2,8 Minuten länger als die Fahrt auf Atlantica Supersplash. Ebenfalls im Griechenland-Themenbereich befindet sich mit Pegasus ein familienfreundlicher Youngster-Coaster von Mack Rides, dieser mit einer Höhe von 13 Metern und einer maximalen Geschwindigkeit von 60 km/h perfekt für die jüngeren Gäste des Freizeitparks geeignet ist. Ebenfalls genau für diese Zielgruppe passend ist der Powered Coaster Alpenexpress Enzian aus dem Jahr 1984. Dieser war die erste Achterbahn des Europapark, damals noch unter dem Namen Rottenblitz und kann mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h schon von den allerkleinsten Gästen gefahren werden. Nicht weit vom Alpenexpress entfernt befindet sich seit 2014 der Dark Ride Achterbahnmix Arthur, ein Inverted Power Coaster, dessen Thematisierung auf der erfolgreichen Filmreihe Arthur und die Minimoys basiert. Auch wenn eine Höhe von 13,5 Metern, eine Länge von 550 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von 31 km/h rein faktenorientiert gesehen nicht besonders spannend klingen, kann die 5-minütige Fahrt durch die schöne und aufwendige Gestaltung im Innenbereich voll überzeugen. Wo wir gerade schon bei kleineren Achterbahnen sind, die mehr durch Gestaltung als reine Fahrt überzeugen können, sei auch noch der 2016 zusammen mit dem Themenbereich Irland eröffnete AA Express genannt, dieser schon ab einem Alter von 4 Jahren gefahren werden kann. Nach diesen ganzen kleineren Achterbahnen wenden wir uns nun aber nochmal ganz kurz den größeren zu, beziehungsweise den etwas größeren, und zwar machen wir direkt weiter mit dem Mack Rides Spinning Coaster Euromir aus dem Jahr 1997. Diese zum Thema Raumfahrt gestaltete Achterbahn kann mit einer Fahrzeit von fast 5 Minuten, einer Länge von 984 Metern und der Geschwindigkeit von 80 km/h, besonders in Anbetracht ihres relativ hohen Alters und trotz einiger Schläge, voll überzeugen. Die vorletzte Achterbahn ist die Schweizer Bobbahn, ebenfalls aus dem Hause Mack. Hier geht es bereits seit 1985 mit bis zu 50 km/h durch den 500 Meter langen Eiskanal. Von hier aus nur ein Katzensprung entfernt erwartet die Besucher zuletzt noch die Achterbahn Matterhorn Blitz, eine wilde Maus von Mack Rides aus dem Jahr 1999. Und abgesehen von Rolantica, dem neuen Wasserpark, welcher in der Nähe vom Europapark gebaut wird und welcher Ende 2019 eröffnen wird, gibt es aktuell auch ein paar Baustellen im Park. Die größte Baustelle im Park ist aktuell auf jeden Fall der Themenbereich Skandinavien bzw. Holland und dort natürlich auch Piraten in Batavia. Wie ihr bestimmt bereits wisst, gab es ja einen großen Brand 2018 im Europapark im Sommer und dabei wurden die zwei Themenbereiche Niederlande und Skandinavien beschädigt und außerdem wurde der Dark Ride Piraten in Batavia komplett zerstört und erstmal die Themenbereiche werden gerade neu gebaut und diese sollen zur Saison 2019 wieder vollkommen vorhanden sein.
Und der Dark Ride Piraten in Batavia wird ebenfalls neu gebaut und soll zur Saison 2020 wieder neu eröffnen. Außerdem ist schon seit ein paar Jahren bekannt, dass der Europapark demnächst eine neue Achterbahn bauen will. Bis jetzt war das immer auf 2020 oder 2021 betitelt, aber es gab noch lange keine Informationen, deswegen ist es möglich, dass es vielleicht erst ein Jahr später passieren wird, da es natürlich eine neue Baustelle wegen dem Brand gab. Aber 2020 bis 2022 sind auf jeden Fall noch möglich und ist auf jeden Fall eine Sache, die der Europapark sehr braucht, eine neue Großachterbahn, da die Eröffnung von Wodan im Jahr 2012 schon sehr viele Jahre her ist. Und die einzige Information, die wir zu der Achterbahn haben, ist, dass diese von Magwitz geliefert wird und andere Informationen haben wir dann nicht. Und deswegen ist es möglich, dass es entweder eine komplette Neuentwicklung wird oder ein Coaster-Typ von Magwitz, den wir woanders schon gesehen haben, aber noch nicht im Europapark. Aber da haben wir noch keine Informationen zu. Darüber werden wir unter anderem in diesem Video spekulieren, was es werden könnte, aber auch über andere Achterbahnen, welche der Europapark möglicherweise in Zukunft bekommen könnte. Nachdem wir nun einen Blick auf die ganzen Achterbahnen geworfen haben, die bereits im Park stehen, ist natürlich jetzt die Frage und das Thema dieses Videos, was könnte denn Neues kommen? Und da fangen wir auch mit den Achterbahnen an. Ein Achterbahntyp, den ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, wäre ein Big Dipper. Das ist ein relativ neuer Mack-Typ, der aber in Form von Lost Gravity bisher schon relativ bekannt geworden ist und überzeugen kann. Ein weiteres Modell wird ja zurzeit gebaut mit Dynamite im Freizeitpark Plon und auch da das Layout sieht spaßig aus und das, was man bisher davon gesehen hat, kann ebenfalls überzeugen. Zudem bietet ein Big Dipper deutlich mehr Thrill als alle bisherigen Achterbahnen, zumindest wenn man ein vernünftiges Layout auch hat. Und was wir uns ebenfalls beide vorstellen könnten, wäre eine Dueling-Version eines Big Dippers, das heißt zwei Achterbahnen nebeneinander, die aber halt zueinander gehören, was eben eine bessere Kapazität erlangen würde, weil ein Big Dipper hat ja eine relativ schlechte Kapazität von Natur aus, wenn man das mal so sagen kann. Aber wenn man dann eben in der Dueling-Version das machen würde, würde es auch für einen großen Park wie den Europapark kapazitätstechnisch ganz gut passen. Wo wir schon bei einer neuen Achterbahn uns etwas vorstellen könnten, wäre auch eine ganz neue Neuentwicklung von Mack Rides möglich, also ein ganz neues Modell. Vekoma hat ja zum Beispiel vor kurzem erst neu überarbeitete Modelle präsentiert und vielleicht würde bei Mack Rides auch einfach ein ganz neuer Coaster-Typ erschaffen werden. Da kann man dazu natürlich jetzt nichts zu sagen, aber auch da ist klar, der Europapark braucht dringend etwas mit Thrill und ich denke auch, dass Mack Rides da in die Richtung vielleicht noch irgendwas machen könnte. Ein Achterbahntyp, der sich von vielen gewünscht wurde, ist der Inverted Coaster. Die Gründe dafür sind eben zum einen, dass es sich bereits von vielen Fans gewünscht wurde. Zudem ist ein Inverted Coaster einfach ein sehr verbreiteter Typ. Die meisten größeren Freizeitparks haben ja einen. Und auch hier würde ich mir eine Neuentwicklung von Mack vorstellen, weil ich denke nicht, dass man jetzt einen Hersteller wie B&M damit beauftragen würde, sondern dann eben selber einen Inverted Coaster einfach entwickeln würde. Noch hat Mack Rides ja keinen im Portfolio, aber vielleicht wäre das ja dann eben eine solche Neuentwicklung und dann könnte man eben auch eine Inverted Coaster Version von Mack Rides in den Europapark bauen. Auch da natürlich das Hauptargument ist einfach der Thrill. Inverted Coaster kann man ordentlich Thrill machen, kann man aber auch eine gute Mischung hinkriegen, also familienfreundlich und trotzdem Thrill, aber ich glaube familienfreundlich muss im Europapark vielleicht auch gar nicht immer sein, man hat ja jetzt schon sehr viele familienfreundliche Achterbahnen und da etwas mehr Thrill schadet mit Sicherheit nicht. Auf meiner Liste ein Achterbahntyp, den ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre der Hypercoaster. Das wäre dann im Europapark erst der vierte weltweit, es gibt nämlich zurzeit gerade mal drei. Und das ist doch überraschend, weil der Typ eigentlich ganz interessant aussieht von allem, was man so bisher gesehen hat. Aber vom Typ her, also so wie die Bahn vom Erscheinungsbild wirkt, würde es, glaube ich, super in den Park passen. Also man könnte die auch gut gestalten und so. Es würde einfach, ja, super ins Bild vom Europapark passen. Man kann da auch in Richtung familienfreundlich gehen. Aber auch hier ist halt die Hauptzielgruppe die Leute, die auf Thrill aus sind. Und das würde ich da halt auch das Argument für sehen. Man hat eben nochmal was mit Thrill. Und zwei weitere Coaster-Typen, die der Europapark vielleicht bauen könnte, welche es in der Art hauptsächlich eigentlich auch von B&M gibt, genauso wie beim Inverted Coaster, wäre zum Beispiel ein Flying Coaster oder auch ein Wing Coaster. Natürlich gibt es einen Wing Coaster bereits im Heidepark und auch das Phantasialand baut mit Fly gerade einen Flying Coaster. Aber zum Beispiel, wenn man einen Flying Coaster von B&M bestellen würde oder wenn Mack einen dieser beiden Coaster-Typen selbst bauen würde, wäre es auf jeden Fall etwas komplett Neues. Und auf jeden Fall wäre es auch nochmal was komplett anderes, einerseits zu Flug der Dämonen im Heidepark und auch zum Flying Coaster, welcher in Phantasialand entsteht.
da die Größe auf jeden Fall viel enormer wäre. Und so einen richtig großen B&M-Coaster, wie gesagt, könnte genauso auch von Wack stammen. Könnte ich mir im Park auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Die Bahn hat eine gute Kapazität. Und so große B&M-Coaster sehen ja wirklich auch einfach sehr gut aus. Wie gesagt, Wing Coaster, Inverted Coaster, Flying Coaster. Wenn man die zum Beispiel schön hinstellt, schön präsentiert, ist es auf jeden Fall eine Art, die der Europa-Park noch nicht hat. Da der Park wirklich bis jetzt auch keine Achterbahn hat mit einer besonderen Sitzposition, wie zum Beispiel Inverted Wing oder Flying. Und deswegen würden diese beiden Coaster-Typen auch sehr gut in den Europa-Park passen. Die nächste Idee wäre ein Extreme Spinning Coaster von Mack Rides, also wie zum Beispiel Time Traveler in Silver Dollar City. Und auch wenn der Europa-Park bereits einen Launch-Coaster mit Blue Fire und auch einen Spinning-Coaster mit Euromia hat, wäre es möglich, dass wir in Zukunft einen Extreme-Spinning-Coaster sehen werden. Also was dafür sprechen würde, wäre auf jeden Fall, dass es ein neues Konzept von Mack Rides gibt. Und es gibt sowas auch noch nicht in Europa. Bis jetzt gibt es davon erst eine Auslieferung. Und auch wenn es eine Mischung aus zwei bereits vorhandenen Coaster-Typen wäre, würde es eigentlich gut in den Park passen, da wir dadurch dann wirklich etwas Einzigartiges für den Europa-Park hätten. Und es wäre auf jeden Fall eine mögliche Idee, was der Park in den nächsten Jahren bekommen könnte. Die vorletzte Idee wäre erstmal das Euromia Retracking. Und das ist nicht mehr so viel eine Idee, sondern es wurde eigentlich mehr oder weniger vor ein paar Jahren schon bestätigt. Wie ihr sicher wisst, wurde die Indoor-Achterbahn Eurostat zur Saison 2018 zu Eurostat Hong Kong Coaster umgebaut. Und als es angekündigt worden ist, wurde auch gesagt, dass Euromir irgendwann geretrackt wird. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Theming weitgehend beibehalten wird, weil ich finde es eigentlich ziemlich cool. Aber trotzdem hätte ich nichts dagegen, wenn sie auch die Queue-Line dann neu gestalten würden, weil die ist von Eurostat 2.0 auf jeden Fall sehr gut geworden. Aber sonst hoffe ich auf jeden Fall, dass sie das Theming beibehalten mit den Türmen. Aber ein Retracking würde Euromir auf jeden Fall gut tun, da vor allem in den letzten Teilen der Strecke, wo die Helixe sind, die Bahn doch relativ unruhig fährt. Und die letzte Idee, die wir haben, was der Europa-Park möglicherweise in Zukunft bekommen könnte, ist ein Mack Rides Next Gen Family Coaster. Also der Europa-Park hat wirklich schon eine sehr gute Auswahl an Familienachterbahnen und ist in diese Richtung auch schon sehr gut aufgestellt. Aber trotzdem würde eine neuere Familienachterbahn schon gut in den Park passen. Und wir haben das Next Gen Family Coaster genannt und das könnte zum Beispiel in die Richtung von den Gerstlauer Family Coastern gehen, wie zum Beispiel Pegasi Express im Park Asterix oder auch Fire Chaser Express in Dollywood. Also einfach ein relativ langer Family Coaster mit einer schönen Thematisierung und auch mehreren Lift Hills und auch zum Beispiel einem kleinen Lounge würde super in den Park passen. Und das wäre so eine der wenigen Ideen von Family Coastern her, die den Park wirklich auch fehlen würden, da dem Park ein neuer und langer Family Coaster auf jeden Fall noch fehlt. Auf eine Aufzählung von allen Flat Rides verzichte ich jetzt und gehe direkt über zu den Attraktionen, die ich mir denn da vorstellen könnte. Und das ist einmal ein Freefall Tower oder ein Gyro Drop Tower. Auch hier ganz klar wieder ein Thrill Ride und auch ein Flat Thrill Ride fehlt einfach im Europapark. Und auch ein Freefall Tower wird sich von vielen Fans, was ich so mitgekriegt habe, eigentlich ganz gewünscht. Würde auch gut ins Bild des Europaparks passen. Und es gibt halt einfach in den meisten Parks schon einen und da fehlt halt irgendwie einfach einer. Und da wäre es vom Europapark mit Sicherheit kein falscher Ansatz, eben einen solchen Freefall Tower sich ebenfalls in den Park zu stellen. Eine weitere Attraktion, wo nochmal am ganz besonderen Punkt es auch um Thrill geht, ist einfach ein Topspin. Auch ein super Flat Ride und am Beispiel wie zum Beispiel Talokan kann man super erkennen, dass auch solche Fahrgeschäfte wohl gut zu thematisieren sind. Das bedeutet, das Argument hätte der Europapark, man kann da was Ordentliches aus der Gestaltung machen. Es ist Thrill, deshalb wäre es eigentlich auch super für den Europapark, sich vielleicht so ein Topspin einfach noch in den Park zu stellen. Eine weitere Idee von Flat Rides her, welche in den Europa-Park gut passen würde, wäre zum Beispiel eine große Gyro Swing von Intermin. So ist es zum Beispiel bereits im Gyro Sommerland oder auch in Liseberg zu finden. Und so eine große Schaukel würde auf jeden Fall einerseits gut aussehen und würde sich damit gut in den Park eingliedern, weil sie auch sehr schön zu thematisieren ist. Aber auf jeden Fall so ein richtig schöner Thrill Flat Ride für den Park auf jeden Fall. Und eine Gyro Swing wäre wirklich ein sehr angenehmes und sehr schönes Fahrprogramm und würde deshalb ebenfalls gut passen. Und die letzte Idee von Flat Rides her wäre ein Disco von Saperda. Und diese sind auf jeden Fall auch teilweise echt schön zu thematisieren, wie man es zum Beispiel vom Park Asterix erkennt. Und deswegen würde so ein Familien-Flat Ride wirklich gut in den Park passen, da der Park wirklich in diese Richtung noch gar nichts vorhanden hat. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Dark Rides. Also der Europa-Park hat auf jeden Fall schon ein paar vorhandene Dark Rides,
Aber so eine Sache, die im Park auf jeden Fall fehlt, ist ein wirklich moderner Dark Ride, wie man ihn zum Beispiel von Universal, Disney oder von Efteling kennt. Und der Europa-Park hat bereits ein paar Dark Rides, dazu gehören unter anderem der Shooting Dark Ride Abenteuer Atlantis im griechischen Themenbereich und außerdem auch Madame Freudenreichs Kuriosités. Und das ist eine Umgestaltung eines bisher vorhandenen Dark Rides, welcher zusammen mit Eurosat Concorde Coaster im französischen Themenbereich im Jahr 2018 eröffnet hat. Und sonst gibt es auch noch ein paar weitere kleinere Dark Rides. Und natürlich wird Piraten in Batavia wieder aufgebaut für die Saison 2020. Und Arthur ist ja so eine Mischung aus Dark Ride und Achterbahn. Aber auf jeden Fall hat der Park bereits mehrere Dark Rides. Aber trotzdem würde ein neuer Dark Ride mit einem neuen Ride-System wirklich gut in den Park passen. Und das wäre zum Beispiel ein Trackless Dark Ride, wie zum Beispiel Symbolik in der Efteling. Also wirklich so ein sehr schön gestalteter Dark Ride, welcher wirklich modern ist, würde meiner Meinung nach gut in den Park passen. Aber da aktuell viel in die Richtung kommt, als 2020 eröffnet Piraten Batavia wieder, 2018 hat Madame Freudenreich eröffnet und 2016 hat ja auch das Voletarium eröffnet. Ist zwar kein Dark Ride, sondern Flying Theater, also ein Simulator, aber geht auch in die Richtung. Deswegen wird uns in den nächsten Jahren in die Richtung wahrscheinlich erstmal nichts erwarten. Aber trotzdem ist ein Trackless Dark Ride etwas, was gut in den Park passen würde. Im Bereich der Wasserattraktion bietet der Europapark neben den beiden eben genannten Wasserachterbahnen Poseidon und Atlantica Supersplash noch zum einen die Tiroler Wildwasserbahn aus dem Jahr 1978 von Mack Rides, die mit einer familientauglichen Fahrt in einem schönen Setting überzeugen kann, und zum anderen die Raftinganlage Fjord Rafting von Intermin, welche in der kommenden Saison ja mit einer etwas erweiterten Thematisierung noch mehr überzeugen soll. Da der Europapark in dieser Kategorie bereits eigentlich für jeden etwas zu bieten hat, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass die nächste Neuheit eine solche Wasserattraktion wird. Da hat der Park eigentlich eine ganze Menge. Und das war jetzt unsere Auswahl von Ideen, welche möglicherweise in Zukunft in den Europapark kommen könnten. Na, vielen Dank an Kims Entertainment, der mir bei dem Video geholfen hat. Wie gesagt, der Link dazu ist bei ihm in der Beschreibung und ihr werdet demnächst auf seinem Kanal auch ein Video mit mir sehen. Deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schaut euch auf jeden Fall die letzten 6 Folgen dieses Formats auch an, falls ihr es nicht getan habt. Da habe ich schon über andere deutsche, aber auch internationale Parks bereits geredet und da auch überlegt, was für mögliche Attraktionen diese Parks bekommen könnten. Und dazu ist die Playlist auch in der Infocard verlinkt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und dann werdet ihr keins meiner zukünftigen Videos mehr verpassen. Und natürlich würde es mich genauso freuen, wenn ihr auch dem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und das war's hier zu der Zukunft vom Europapark. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Das war natürlich nur eine Auswahl von Ideen, welche möglicherweise irgendwann in den Europapark kommen könnten. Und vielleicht werden wir ja in den nächsten Jahren ein paar davon umgesetzt sehen. Wäre auf jeden Fall echt cool. Und das war's im Video, wie gesagt, eure Meinung und eure Ideen gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!